Willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch hier diesen Ursus 8014H vorstellen. Der kostet hier 41.000 Euro, wie ihr seht. Und 40 km/h soll er schnell sein. 100 Liter Kraftstofftank hat er. Und wie wir hier sehen, mit einer Leistung von 82 PS, entsprechend 60 kW, hat er ja entsprechend Leistung. Was mich irgendwie ein bisschen irritiert, warum er im Shop hier die Lichter und die Blinker, das alles funktionieren. Das irritiert mich jetzt wirklich. So, Leasing kostet hier 2091 Euro. Dann Reifen haben wir jetzt hier Breitreifen für 800 Euro extra. Und dann wieder Standardbereifung. Dann haben wir mit Frontladeraufbau mit 1500 Euro oder ohne. Mehr können wir jetzt hier nicht machen. Wie wir sehen, haben wir noch zwei Felder. Weiß nicht genau, warum die da noch da sind. Und schauen wir uns gleich noch die Lok jetzt da an. Haben wir jetzt da einmal hier A Warning mit der XML, wie wir hier sehen. Da haben sie auch bei der ZIP-Datei, glaube ich, davor stehen, das AAA. Vielleicht deswegen, dass er da, das hat man früher mal in 15er gemacht, glaube ich, dass der den als erstes lädt. Und da sehen wir jetzt, der hier habe ich den auch nochmal dastehen. Zwecks wegen den Reifen, wegen den Shader. Aber schauen wir uns mal jetzt den mal so an. Es ist um meiner Meinung nach schwierig, einen Traktor oder irgendwas, um irgendwo runterzuladen, der was fehlerfrei ist. Also ist wirklich schwer, das ist eine Suchnadel im Heuhaufen. Er hat jetzt schon mal hier das Licht an, was meiner Meinung nach nicht gerade so vom Vorteil spricht, dass es ein guter Mod sei. Viele denken, wenn sie den sehen, jetzt auf der Seite zum Runterladen, ist ein geiler Mod. Her, weil macht ja auf dem ersten Eindruck her super Optik aus, außer jetzt, dass das Licht brennt. Steigen wir mal ein. So. Also der Tank und das scheint hier schon mal zu funktionieren. Jetzt geben wir mal auf Gas. Fahren mal hinten mal unsere Hüppelpiste mal da ab. Dann sehen wir jetzt hier die Achse vorne. Kann jetzt vielleicht sein, dass es mit dem Frontlader zusammenhängt. Reifenspuren macht da auch. Jetzt tun wir erstmal hier unseren Frontlader mal anschauen. Wie man sieht, hier der Attacher passt. Ist das Licht aus? Interessant. Davor das Licht funktioniert. Schauen wir mal, ob das Licht wieder einschalten geht. Nein, das geht jetzt nicht. Probieren wir nochmal. Ah ja, doch, jetzt funktioniert das Licht. Und Umleuchte geht auch. Hupe. Wir testen jetzt hier hinten die Heckelektrolik. So. Wie wir sehen, hier funktioniert hier das. Und wir schieben den Arsch retour. Der, schauen wir jetzt hier immer den Attacher an. Ja, der passt hier auch. Jetzt kommt hier unser HW80 dran. Funktioniert, wie wir sehen. Jetzt machen wir nochmal hier eins. Test, wie schnell er rückwärts fährt. Ah, er fährt 15 km/h. Jetzt tun wir mal vorne hier den Frontlader weg. Also, schauen wir mal. Konfigurieren. Frontlader weg. Und die Breitreifen weg. Und so her. Kostet mich nichts, wie wir sehen. Jetzt, wenn man einsteigt, sind die Lichter aus. Jetzt gehen wir mal in die Innensicht rein. Nochmal ausschalten. Komischerweise geht immer das Licht an. Bin mal gespannt, ob jetzt vorne die Achse geht oder nicht.
Ja, also wie wir sehen, hier ist das Problem immer noch da. Schon irgendwie schade. Michu Bahama. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus. Grüß euch, euer Franz.